The Metze Power League is beginning. Macht euch bereit ab 2. Dezember auf packende Partien. Ending gegen Fangamer, Fangamer gegen Ending. Euch wird geboten The Metze Power League 1, The Metze Power League 2. Spannende, packende Metze Power Cups. Alles ist geboten. Also check this out. Seid ihr bereit? Ich höre nichts. Seid ihr bereit? Are you ready? Check this out. Wie gesagt, 2. Dezember beginnt der Spaß. Ja. Sorry. Zurück, wie angekündigt gestern. Sitzt wir wieder hier. Jetzt weiß ich auch, wo die Mannschaft spielt. Die habe ich nicht gefunden gehabt, wie ich es mir anschauen wollte. Ich habe überall geschaut. Norwegen habe ich mir geschaut. Dänemark. Aber dass das Schweden sind, bin ich nicht drauf gekommen. Geil. Na gut. Was gibt's zu sagen, meine Leute? Ja, wir nähern uns. Wir nähern uns der Liga. Der Liga. Ja, aber ich weiß nicht, ob wir das gesagt haben. Auch. Aber die Liga startet nicht gleich nach dem Stream, quasi. Genau, stimmt. Das haben wir nicht gesagt. Okay, das wusste ich nicht. Die Liga startet nicht nach dem Stream gleich, sondern die startet erst nach der alten Ösi-Liga, sag ich mal. Genau, die jetzt gerade läuft. Also entweder ganz nahtlos dran oder, das wissen wir noch, glaube ich, noch nicht, nahtlos dran wäre Ende November oder wir hängen eine Woche dran, dann fangen wir gleich Anfang Dezember an. Das werden wir dann schauen. Genau. Aber keine Sorge, ihr werdet nichts verpassen, ihr werdet es sehen bei uns. Genau. Wir haben uns auch schon eine Einteilung überlegt. Weiß nicht, ob wir das auch schon sagen wollen, eventuell. Ja, kann man schon sagen. Und zwar, da es ja drei quasi nicht liegen, will ich sagen, sondern drei Bewerbe gibt. Und wir das sicher durcheinander kommen werden, haben uns gedacht, pro Bewerb eine eigene Playlist. Boah, das ist ein schöner Rückpass. Ja, da haben wir ja schon einen Neuzugang gesehen. Genau, eine Neuzugang haben wir gerade gesehen, wollte ich gerade sagen. Und es ist, warte, müssen wir ja für die Zuschauer sagen, erste Liga gegen dritte Liga. Der LASK ist jetzt der fünfte Erstligist, der sein Testspiel absolviert. Für die ersten vier war es bis auf den WRC nicht so erfolgreich. Jetzt darf sich der LASK gegen BK Häcken probieren, die in der dritten Liga spielen, deswegen keine Transfers. Naja, ich sage mal, erfolgreich schon für bei wem sind die Innsbruck untergegangen? Paris. Genau, für Paris war sie auch sehr erfolgreich. Ja, aber die waren zweite Liga. Achso, du meinst jetzt von der ersten. Gott sei Dank haben wir nicht getroffen. Da frage ich ja, mich, ob das der Kamara ist von uns, der mal in der Österreich gespielt hat. Das war nicht. Ja, oh. Die LASK. Also die Linzer haben sich verstärkt auf der rechten Verteidigerposition im zentralen Mittelfeld. Beide spielen heute gleich auf. Da ist der erste Leimer, der sich da den Ball erkämpft. Und da ist der zweite Darida. Was, ich dachte, der Linzer ist ja nicht Darida. Darida ist ein 80er. Oh, schön. Und Michoa hat die Wucht drauf, aber. Was ich noch sagen wollte? Ja, es kommen ja noch einige Erstligisten.
Genau. Schöner Hack noch. Der Bogerl. So, jetzt weiß ich auch, was ich vergessen habe abzustellen. Ich auch. Die ganzen Updates. Na, den Kommentator habe ich noch immer nicht ganz leise gemacht. Den habe ich ganz abgestellt. Na, ich habe ihn auf 1. Dachte, auf 1 hört man den nicht. Jetzt hat man so ein leises Gemurmel im Hintergrund immer. Oh, shit. Oh, ja, endlich. Geht durch Paulino in front. Endlich der erste Elfer, den ich versenkt habe. Oh, schön. So, Inga. Oh. Schade. So, hi. Hi, Nick. Nicht wundern jetzt, Alex. Ich sehe da nur bisschen mit am Computer, weil ich gesehen habe, ich habe einen Zuschauer wieder dazu gekriegt. Kein Problem. Drum, ich kann jetzt schwer tippen, drum sage ich jetzt, also Nick ist dann, Nick 52 ist der Nickname eines jungen YouTubers, sage ich mal. Oh. Ich hoffe, die Verbindung ist bei ihm besser als bei uns. Oh. Die Verbindung kann ruhig wieder scheiße werden. Oh. Spielt sehr viel Minecraft, was ich so sehe. Sehr viel Minecraft, oh, sehr interessant dann. Oder warte, na, in letzter Zeit Fortnite, sehr viel Fortnite. Aber kommt dir auch oh, entgegen. Das ist auch interessant. Oh. Alter, was ist jetzt los? Falls das Stream jetzt abbrechen sollte, wir werden hier versuchen, die Verbindung dann wieder aufzunehmen. Läuft nicht so. Jetzt halt hier. Aber da sieht man erst, wie arg zeitversetzt eigentlich der Stream ist. Das ist ja quasi. Beim Eckball. Das ist ja quasi nicht mehr live. Oder was ist jetzt los? Verstehe ich auch nicht. Das ist auf einmal da und dann ist wieder weg und dann ist wieder da und dann ist. Alter. Oder draußen spielt wer. Oh. Das wäre was. Und. Nein! Was sagen jetzt da ist, spielst du? Ja, oh. Auf jeden Fall, die Qualität in der Verbindung reicht. Ja, genau, ein Lag. Wie Nick richtig schreibt, ein ordentliches Lag. Also nicht Lag, sondern. Oh! Also teilweise sind die zwei Kämpfe hart an der Grenze zum Fall. Das muss schon gegen einen Computer auffallen. Oh. Es gibt noch ein paar Fehlentscheidungen. Weil wie FIFA noch nicht draußen war, haben sie geschrieben, dass sie die Schiedsrichter jetzt mit so ein bisschen Fehlentscheidungen auch integrieren wollen. Und erster Facebook-Kommentar darunter war, was ändert sich jetzt? Genau, habe ich mir auch gerade gedacht. Okay, gut. Ja, erste Halbzeit hat mir schon mal sehr gut gefallen. Du kannst auch rechts spielen. Du wirst rechts spielen und nicht links. Ja,
Ja, Nick, holst du dir Gusto auf FIFA 19 oder hast du schon? Das weiß ich jetzt nicht. Super, jetzt in der Pause ist alles gut. So. Und jetzt fangen wir wahrscheinlich zum Spielen an, jetzt ist dann wieder Arsch. Ja, ich glaube, in der Pause kann ich so viel lecken. Keine Zeit dafür. Naja, Viertelstunde geht. Viertelstunde geht sich aus. Ich will leider keine richtige Viertelstunde. Alter, was macht der da? Der würde trennen. Oh yeah. Oh, schön gut gespielt. Paulino. Oh! Bist du? Alter, was? Nochmal beide Beine gebrochen. Beide gestreckt hingefahren. Schöner Konter aber jetzt. Jetzt Überzahlspiel für die Linzer. Alter. Oh, der ist drin! Alter. Ich hab gedacht, der springt raus. Alter Vater. Ja, auch eine Fehlentscheidung vorangegangen, so wie gestern. Ja. Ja, Tete. Ja, was man hier sagen muss, ich weiß nicht, Nick, ob du schon viel geschaut hast oder nicht, FIFA. Das Schusssystem ist ganz anders. Oh. Also gefühlsmäßig glaube ich, dass bei unserer Liga viel weniger Tore fallen werden. Ich glaube auch, die Spiele sind viel spannender. Ja. Oder glaubst du? Oh, schön. Oh. Boah. Na, irgendwie sind wir näher zusammengerutscht. Also, weißt du, ich meine? Oh! Nein, der passte nicht. Der passt schon wieder nicht. Jetzt passt er. Passt er nimmer. Passt. Oh, schön. Ja, 80er halt. Da kannst du mit dem Fairschau weiterleiten. Oh. Boah. Oh. Alter, hauen weg! Ich sehe den Ball nicht. Jetzt nicht. Oh mein Gott. Die Steppert, wo schießt sie alle hin? Jetzt schwimmen wir uns ordentlich. Friedberg. Mit Gelb belastet. Na, den wollte ich nicht raus haben. Na gut, dann wechsle ich dich ein statt dem. Ich mach gleich einen Dreifachwechsel, interessiert mich nicht. Ne, ich mach auch gleich einen Zweier. Ich mach nur einen Zweier, er macht einen Dreier. Also Nick. 52 war das. Merke ich mir eh nicht. Nick 52, ja? Merke ich mir das. Fortnite. Fortnite ist interessant. Fortnite? Nicht mehr so, weil ich jetzt mehr COD, dann wäre wahrscheinlich Battle Royale Spiel, aber... Ja, was ich so weiß, ist eher in so einer Clique dabei, wo gleich ein paar spielen. Falls ich Blödsinn rede, berichtige mich bitte, Nick, wenn du noch zuschaust. Oh. Sehr gut. Ich weiß nicht, Fortnite, da bin ich nie richtig warm geworden damit. Gut, Battle Royale. Oh. Vom Kopfball gehen haltest du nichts. Was mir auffällt, die Spieler gehen nicht gut auch zum Kopfball hin. Oh. Ich finde, die zum Kopfball gehen, die wissen, dass sie ihn kriegen. Die nicht hingehen, die... Die haben entweder keine gute Kopfballstärke oder keine Sprungstärke, glaube ich. Die gehen schon aus der Wacht gar nicht hin. Weil das hat es nämlich früher nicht gegeben. Da ist ja jeder hingegangen. Weißt du, wenn ein Schuss rauskommt oder so.
Und. Oh, schön krempelt noch. Danke. So, Rima. Oh, shit. Ja, Leimer, da muss ich erzählen, aber ich weiß jetzt nicht mehr, wer das war. Da war die Entscheidung zwischen zwei Rechtsverteidigern, aber ich weiß nicht mehr, wer der zweite war. Ich dachte, Leimer ist zu stark. Also, dass der auch schon an die 80 kratzt. Pavard vielleicht? Na, Pavard war ja Innenverteidiger. War wirklich ein Rechtsverteidiger. Na, der ist auch rechts. Pavard ist Innenverteidiger. Oh! Aber ich glaube, er kann auch rechts spielen, oder? Er kann, aber ich habe am Anfang nicht geschaut, wie es wirklich hauptposimäßig können. Nö, gekommen, genau, Alter. Frisst das Gras. Was denn? Ja, danke, Nick, aber mit dir kann ich nicht mithalten mit deinen Abonnenten. Wie viel ist gerade? Ich glaube, über 60 oder so. Ja. Ja, ein Vorteil, den ich nicht habe mehr. Was? Schüler. So. Ja! Oh! Ah, 40, okay, na trotzdem ist das viel. Trotzdem schön, ja. Bei mir sind ja einige gefakte Abonnenten, sage ich mal, wenn ich das so sagen kann. Ja! Scheiße! So, quasi. Meine Frau hat ein Abo. Ich habe ein Abo. Genau, du hast ein Abo. Ich habe mich mit meinem Musikkanal abonniert. Otubanjo! Aber schön, hätte auch andersrum ausgehen können, muss man sagen. Ja, unentschieden wäre eh, glaube ich, gerechter gewesen. Im Spielverlauf, ja. Oh, shit. Ja. Das wollte ich so nicht. Bra, hey, bra erst. Hey, bra, sehr gut. Hammer, bra. Kapitel Bra ist der Sponsor. Ja. Ich weiß aber... Bra ist so wie Bro. Also Bro. Mhm. Kann auch sein. Ja, 40 Abonnenten ist nicht schlecht, muss ich sagen. Dort möchte ich mal hin. Vielleicht schaffe ich es in 5 Jahren. Na, das Problem ist, immer wenn die ganzen Kommentare wieder sind, so, ja, und ich hinterlasse ein Abo und komme auch zu mir und hinterlasse ein Abo, da weiß ich nie, ob die das wirklich machen. Ja, ich glaube nicht. Glaube ich auch nicht. Na gut. Testspiel erfolgreich für den Lars, würde ich jetzt mal sagen. Ja, BK hacken, braucht sich aber nicht verstecken. Hey, das heilt sich sogar. Nein. Das wird überhaupt spannend. Ja, also, was ich das so gesehen habe, meine zwei oder habe ich schon alle drei gespielt? Alle drei Mannschaften? Ja, oh ja, alle drei. Alle drei Cup-Mannschaften, die brauchen sich eigentlich überhaupt nicht verstecken. Und da. Celtic? Ja. Stellt sich mir die Frage, ich meine, diese Mannschaften haben ja kein Geld eigentlich. Was ist, wenn die so weit kommen, dass sie Geld bekommen? Kannst du diese Mannschaft aussprechen, ne? Nach Hattel, ja, Max. Nach Hattel, Xamax. Xamax. Oh mein Gott. Du. Na gut, St. Gallen gegen Celtic. Also, nein, das sind nur die Spieler, Arsch. Ah, das ist auch ein Fluch. Ich habe den beschissenen halben Stern nicht weggebracht. Oh, super. Ah, okay. Ja, ich kann auch so spielen, wenn du willst.
Dann kannst du. Na, ist auch nah. Aber Das ist ja. dem kein ganz grünes Trikot mehr, Alter. Wenn es nicht so teuer gewesen wäre, hätte ich mir eine Müsli-Schüssel bestellt. Von Celtic auf Amazon. Von Celtic? Ja. Du kannst nach Salzburg fahren, die spielen ja jetzt am Donnerstag, oder? Ja, das habe ich mir ja auch überlegt, aber habe ich mir gedacht, naja. Ich habe mir die Rangers überlegt. Rapid spielen gegen die Rangers, oder? So. Na, das wäre mal zwei gewesen. Also ist Salzburg zu teuer mit den Karten. So, Leute. Das sind die besten zwei Spieler vom Namen her. Hier. 55er Stärke, spitzige Weltklasse. Sickinger. Dann aufgestellt. 53er. Langhans. Bin gespannt. Celtic musste ich. Aufgestellt. Ja, aufgeschnitten, sicher. Wow. Mir ist nichts überblieben. Du, ich Da habe. kann ich auf der Bank jetzt noch. Naja, ja, aber eventuell lasse ich spielen. Dass ich sehe gleich, wie es sind. Ich habe nehmen müssen einen Verteidiger, obwohl ich keinen braucht habe. Ich habe nehmen müssen zwei Stürmer, obwohl ich keine braucht habe. Weil es am freien Markt so wenig unter 55 und 55 gegeben hat. Verstärkung natürlich null, aber eh klar. Aber ich habe gezählt, ich habe 15 Spieler hergegeben, ja. 15. Und der Stern ist nicht weggegangen, der halbe. Ich habe Brown zum Beispiel hergeben müssen. Sickinger. Hat er schon mal gut am Ball gespielt? Na gut, es geht los. Zweite Liga gegen dritte Liga, meine erste Oh, Drittligamannschaft ist am Langhans hat ihn Start. stehen lassen. Beinhart, Alter. Entschuldige, jetzt habe ich da reingeredet. Mach nicht. Oh. Boah! Das könnte rot geben. Das war nur heftig, dir, ne? Tschüss, Papa. Hat mich gefreut. Oh, Gott sei Dank. Ja, so gut mit der Kutschine. Der Witzel. Sein Witzel, sein Schiedsrichterbruder. Oder ein Fellaini. Du, das ist der Bruder vom Witzelbruns. Ja, Celtic. Einer meiner. Oh. Oh mein Gott. Das gibt's nicht. Einer meiner Lieblingsmannschaften, muss man auch sagen. Aber wie hast du dich eigentlich mit den Rangers dann? Hat das gleich gut funktioniert? Ja, ich habe Mit fünf Spieler weggeben. Und zwei geholt. Aber bei mir waren die so nicht so stark, weißt du? Das ist der stärkste, glaube ich, 73 oder so. Oder gibt es zwei oder so. Ah, schon. Wer auch immer das war, einen guten Schuss hat er. Hayes. Der ist seit FIFA 18 dabei. Der taugt mir viel mehr als der, warte, wie heißt der Haber, den ich eigentlich nicht so mag. Sinclair. Sinclair, also das spielt auch bei Celtic. Ja. Mein, da muss ich sagen, ich hab ihn auch ausprobiert, da ist er wieder gut, aber. Aber in. Sieginger, ich sehe schon, die werden Starspieler Sieginger und Langhals erobern die Welt. Oh, keiner hat. Oh, Gott sei Dank. Die habe ich mir in den Namen genommen, eigentlich. Ah! McGregor kenne ich auch nicht. Oh. Ja, klares Tor mal voll, klares Tor mal voll. Hätte ich gelb gesehen gleich. Ja, passt. Was, Alter? Tor voll, bitte. Du gibst dann schwarzen und gelb, Alter. Bist du deppert, der Schiri? Bruder! Schau, klares Tor mal voll. Bin ich auch so gesehen. Na, das sind die ZOM. Roger und eben der Haberer war da. Spielt Forrest noch dort? Ja. Ja, oder? Den eigenen Mann mal stehen lassen.
Zum Beispiel Nitschem, ja, kenne ich auch nicht gut. Ich kann ja dann vorlesen. Ich aber noch, glaube ich, von Celtic. Ich kann dann vorlesen, welche Spieler ich weggeben habe, ja. Alter. Da kennt man nicht alle. Nicht alle waren stark, muss ich zugeben, aber trotzdem. Ich habe Brown weggeben müssen. Ich habe viele über 70 auch weggeben. Hayes ist 71 nur, also nur ist gut, aber der taugt mal extremst. Den. Oh, schön. Oh, aber abseits. Wen kennst du noch? Ah, ganz knapp Entscheidung. Ja, lustig, habe ich schon gesehen, zum Beispiel. Ja, den habe ich zum Captain gemacht. Griffiths? Ja, sicher spielt er. Oje, bei dem ist die Frau gestorben. Bei wem? Bei deinem Spieler, bei der Witwe heißt. Ist dir noch nicht auffallen? Nein. Oder der heißt Witwe, glaube ich. Oh. Oh. Ups. Hast du was über meine Frau gesagt, oder? Schau dir an. Schau, Witwe. Ah ja, Witwe. Ah, Sickinger spielt eigentlich gut mit. Bist du deppert? Na. Oh ja. Oh, Schuss ist auch in Ordnung. Oh. Scheiße. Itten. Dass er das T weggemacht hat, hat er viel zahlt. Cedric Titten. Entschuldigung, wir haben einen jugendlichen Zuseher hier. Ach so. Aber ja, der verkraftet nicht. Das schon. Bisschen. Herr Stojanovic, viel zu tun? Lustig. Was ist jetzt? Was? Für was hat er? Das ist Mobbing. Von vorhin, glaube ich. Ah, jetzt hat man es nicht gesehen. Gott sei Dank. Ja, ein sehr kampfbetontes Spiel. Okay. Habe ich mir jetzt auch gerade gedacht. Aber was ich nicht gewusst habe, dass es sogar eine Taste gibt, dass der Spieler schneller aufsteht, wenn er gerutscht ist. Ja. Ja, nochmal, glaube ich, Viereck oder so. Ja. Oh, Alter, da geht nicht hin. Oh, das war schwach. Der Schuss. Was ist denn Becker? Er macht eine Solo-Karriere jetzt. Wer? Mein Tormann. Und da kommt er, Langhals. Der gefällt mir aber. Das gefallen mir beide Spieler eigentlich. Muss ich das sagen? Ich habe mir zuerst gedacht, naja, Arsch. Aber es kommt nicht immer auf die Stärke an. Nein, nicht. Eine Karten war ein Beispiel zum Beispiel, der war ja auch nicht viel stärker als 60 oder war der überhaupt 60? Oh! Im Liegen, Alter! Im Liegen!
Entschuldigung. Entschuldigung, dass ich so lache. Alter, das habe ich mir nicht gedacht, ne, dass der da noch so zum Schuss kommt. Boah, das, vom Boden. Das. Hey, Moment, aber nur weil er schwarz ist. Ups. Oh. Eine Kunst. Da will ich aufpassen mit der Aussage bei einem Schwarzen, wie er auf. Geschossen. Das wollte ich nicht. Oh, ist der verletzt? Hoffentlich. Ja, ist er. Sickinger verletzt. Entschuldigung. Echt verletzt? Ja. Na gut, ich will mal rausnehmen, Witwer. Scheiße. Banetta, den kennt man nämlich, Leute, ups. Der wird jetzt auflaufen und wir wollen gleich das so machen. Gut, der, und der Wechsel war nicht geplant, so, aber Banetta trotzdem. Ist ja auch eine Schweizer Legende bei uns. Ja, das stimmt. So besteht das, wem habe ich noch weggegeben? Boyata? Mhm. Auch noch zum Beispiel? Boyata, was hat er gespielt? IV. Ja, besser kannst du etwas nicht spielen. Und die Kuschen. Boah. Das gibt's ja nicht. Okay. Das zweite Mal jetzt. Scheiße! Oh! Alter! Tafa! Alter, das war jetzt urabdrängt von dir, Alter. Der ist ja 2 Meter weiter geflogen. Ausgleich für St. Gallen. Ja, wir haben gar nicht gesagt, Celtic zweite Liga. Man ist eigentlich logisch. Aber St. Gallen dritte Liga. Nicht so logisch. Na gut, die haben wir jetzt rein. Oh. Büß. Scheiße. Spieldrehung! So, Griffith am Feld. Forrest am Feld. Oh, Alter. Tafa. Wichtig. Nein! Panetta! Oh mein Gott. Ja, St. Gallen lasse ich von dem Schiedsrichter nicht eindödeln. Schade. Hat er ruhig durchlassen können. Oh. Ja, oh, schade. Alter, aber was machst du so weit vorne? Oh, schon. Denke ich mal.
Oh. Kukuzovic am Fahrer. Ups. Das hat sich da viel zu tun, sehr aggressive Partie beider Mannschaften. Ja, sie wollen es beide. Oh. Oh. Also, da habe ich eigentlich schon gedacht, der Goalie hat ihn. Ja, St. Gallen, die haben jetzt in der zweiten Halbzeit zugelegt, auf jeden Fall. Oh, Gott sei Dank. Jetzt muss ich schauen, einmal was. Kurz. Ah, bei denen habe ich noch keine Taktiken eingestellt. Scheiße. Ist wegen Aufstellung und so. Ach so. Oh, schön. Sehr schön. Ganz wichtig. Nicht so schön. Eier. Alter. Aber du bist Verteidiger. Oh. Oh, richtig. War nicht da. Nur dazwischen. Oh, du schreit Uwe. Wer? Scheiße. Wer schreit? Irgendein Fan oder so. Oh, da lass ihn echt durch, der Verteidiger, der Wappler. Oh. Hast du es gesehen? Ich hab gedacht, der schießt ihn weg und lass ihn unten durchrutschen. Ja, ich hab's gesehen. Ah. Ja, ein bisschen schwimmen tun sie jetzt. Oh Gott. Schießt ihn in die Kuschen. So, Goalie mit vorn. Jetzt vielleicht Ball abfangen, Konter und absichern. Oh. Und? Gut, mal Zeit ist schon nicht. Ich meine. Hey, da vorne. Na, es wird nichts mehr. Alter. Oh, oh. Alter. Na. Ja. Gratulation an St. Gallen. Ja. Sis, machst du jetzt einen Bauernschnäuzer Griffith oder was? Ja, sehr kampfbetont, hat mir aber sehr gut gefallen. Ja, war sehr gut. Eingang, Zweigang, Dreigang hochgehalten, zwei Tore geschossen. Jetzt zum Schluss wieder geschwommen. Aber sonst auch sehr gut überzeugt. Na gut, das nächste Spiel ist dann Chicago Fire gegen Rapid Wien. Eingestellt.
Was eingestellt? Rapid. Ach so. Sonic ist eh schon off. Es hat ihm gereicht. Mit wem ich bei Chicago Fire nicht ganz zufrieden bin, ist Schweinsteiger, muss ich sagen. Oder bist du rot? Rot? Gar Danke. nichts Grünes? Ich überlege gerade, warst du der zweite Neuzugang? Fangen wir mal das Schlaue hört. Ich glaube, du warst der zweite Neuzugang. Einer auf der Bank. Na, ich habe doch eh schon gesagt, spielen. So. Ja, Rapid gegen Chicago Fire, Erstligist gegen Zweitligist. Ja, genau. Quasi der Titelverteidiger, wenn man. Achso, Spoiler-Alarm, Entschuldigung. Ich Ihr habt vergaß. nichts gehört. Ich habe mir gedacht, wir haben eigentlich urwenig Folgen und ich habe mir gedacht, wie geht sich das aus bis November? Das muss doch viel länger dauern. Ja, ein Neuzugang spielt bereits. Der Verteidiger Nordfeit. Ist ja, glaube ich, ein Begriff. Ja, ich denke, es ist. Den kennt man. Übrigens weiß ich jetzt, Natürlich. wem ich gemeint habe gestern, wo ich gemeint habe, bei den Finnen und so. Das ist Ja. kein Finne, der 83 ist und bei. Oh. Schön. Bei Red Bull Salzburg spielt, sondern der Schwede. Ja, von Leipzig. Ja, sorry. Forsberg? Ja. Ah, okay. Ja, beide Neuzugänge bei Rapid sitzen auf der Bank. So, das wird Nur. schwierig. Oh mein Gott. Spielt er bei dir links? Rechts. Ah, rechts, Entschuldige. Bei Lincoln City spielt er nämlich bei mir ZOM. Na, normales Aufzeit, aber ich kann ihn immer links, rechts spielen lassen. Boah, wichtig. Süß. Alter. Oh. Yes! Nikolic. Gegen den Spielverlauf muss man sagen. Ja, der ist da auch noch ein Begriff Hallo. wahrscheinlich. Ja. Das war einer der Oder kurz Gründe. hinter der Schnauze. Ah. Einer der Gründe, warum ich Chicago Fire genommen habe. Oh. Alter.
Ich hab jetzt aber nichts passiert. Ja. Oh, schon. Ja, schon stark halt. Oh, Nikolic zum zweiten. Nein! Das hat er nicht geschossen. Alter. Ja, niederhocken. Komm, Nickel, gleich vor allem. Soll gar nicht auswerfen. Ups. Ja, man muss sagen, Chicago die einzige nicht-europäische Mannschaft, glaube ich. Möchte jetzt nicht gerne liegen, verbreiten. Aber. Ich glaube, das stimmt schon. Könnte hinkommen, ja. Was nicht heißt, dass nicht noch welche dazukommen können. Oh, Gott sei Dank. Süß. Oh. Boom. Alter. Ljubicic. Also, mit denen habe ich nicht gerechnet, dass das so reingeht. Ich auch nicht. Oh. Sehr kampfbetonter Spiel auch. Geh raus, klär raus, klär Rode. Klär raus mit der Sau. Klär raus mit dem. Ich muss so einen Hass haben, kann noch ein Spiel, unglaublich. Wobei ich sagen muss, er spielt nicht mehr so wie früher. Das ist das erste Spiel. Oh. Ah, stimmt. Klär raus! Aber nicht einmal Long hast du so gehasst. Und Long war ja wirklich auch eine Maschine. Ja, stimmt. Aber ich weiß nicht wieso, aber. Basti Schwanstein. Macht seine letzten Schritte. Direkt. Oh. Da verfehlt den Ball nicht den Spieler. Also wirklich. Ja, Baumgartlinger ist Schiedsrichter geworden. Ist das selbe Schirm, den wir zuerst auch gehabt haben. Ja. Hast du dir das angeschaut, das Video, was ich dir gesagt habe? Wo der Schiedsrichter eben so bunt war? Ja. Ah. Oh. Schön. Oh. Weiter. Sicher. Oh, Gott sei Dank.
Ja, guter Konter. Gibt's nichts. Ich bin gespannt, wer diese Mannschaft schlagen kann. Welche? Rapid. Naja. The referee has indicated there will be a minimum of 3 minutes of added time. Boah. Boah. Komm, komm, komm. Mal an. Ah, oh, Wahnsinn, die Partie. Na gut, Halbzeit, und dann wird es Zeit für den ersten Neuzugang in der noch frühen Partie. Ja, und hier wird es Zeit für den zweiten Zugang. Topscorer unserer WM. Da ist er jetzt am Ball, Blaschikowski. Der dritt teuerste Spieler, oder? Nein. Das weiß ich jetzt nicht auswendig. Er war 80, glaube ich, haben andere auch. Na, den haben wir ja hochgesteigert auch, oder? Ich glaube auf 80. Auf 80, ne? Nicht, oder? Okay. Aber höher? Ich habe ein Bild, dass er höher war. Kommt er das an? Aber ich weiß es nicht. Oh. Trautl. Dann kommt er zum ersten Schuss. Versuch. Knasmüller. Na gut, jetzt wo man so Druck macht, wird gleich der zweite Wechsel folgen. Es ist auch eine Legende eigentlich bei uns. Zufällig auf ihn gestoßen eigentlich. Da bin ich jetzt gespannt. Dann tut für das Deniala gehen. Da geht es mal Gnasmüller. Der Schieber, genau. Ja, und Schieber. Eine FOD-Legende, muss man sagen. Ja. Oh. Schön gestoppt. Schieber. Schieber! Weißt du, dass mir der auch aufgefallen ist und dass ich mir den kurz überlegt habe? Und ich denke, sehen aber gewusst. Ein Moos. Den kennt man, da weiß man, der macht seine Tiere um. Ja, und Ivan ist auch reingekommen. Schau ich nur. Okay. Verletzt ist er nicht. Na gut, eh schon wurscht. Machen wir gleich einen dritten Wechsel. Scheiß drauf. Ja, 3-1, Rapid. Weißt du überzeugen? Alter. Schieber.
bin euch auf, was ja noch an Legenden draufkommen in den anderen Ländern. Hockemum! Hockemum! Ah, oh, Trottel. Okay. Ja, Chicago unter Druck. Dann noch FIFA 18 zum Schluss. Hat sich dadurch eben auch die Stammposition. Oh, schön. Ich kann wirklich noch wechseln. Okay. Dachte, ich habe schon dreimal. Blasikowski ist erster Assist. Und Ivans erster Treffer. Ja, 4:1. Deutliches Ergebnis. Ja, die sind wieder jetzt stark. Jetzt macht Rapid Druck. Alter. Ja, genau, da bleibt liegen. Oh. Nein. Ah. Oh. Yes! Ah, Entschuldigung. Entschuldigung. Wo ist er? Hm. Da ist er. Oh, schön. Schwab zielsicher. Ja, normal erste Elfmeterschüsse. Knasmüller, aber der ist ja schon vom Feld gegangen. Das ihn übernimmt. Schwabfilm. Alter. Oh. Rüde Spiel hier jetzt. Ja, hat gut angefangen für Chicago, aber Rapid hat nicht locker lassen, konnte hier dadurch glänzen. Oh. Einwurf. Oh. Okay. Ich überlege das jetzt selbst vor. Oh. Ivan. Nein! Ah, oh, bleibt da hängen. Euer. Ja. Ivan. Oh ja, das du darfst hingehen, Haber. Ich darf's mal, Name. Alter.
nein. Oh, Blasi steigt nochmal auf. Ja. Gott sei Dank, Massaker beendet. Ja, Rapid, gute Bewährungsprobe. Zählt auch, glaube ich, jetzt in diesem Jahr zu den Favoriten. Yo. Ja, als nächstes kommt die andere Wiener Mannschaft, die hier bislang in der Liga, die jetzt läuft, nicht so gut dasteht. Ja, das stimmt. Gegen einen eigentlichen Viertligisten, der aber jetzt in die zweite Liga aufgestiegen ist. Ich bleib gleich so. Ja, und das spielt auch jetzt ein Ex-Austrianer, der letztes Jahr, also in der Österliga, noch bei der Austria gespielt hat. Du musst nachher fertig drücken. Entschuldigung. Kein Problem, kann passieren. Danke. Flybee. Ja, bei der Austria alles neu, kann man sagen, im Sturm fast. Ja, einer von den internen Transfers ist auch hier gekommen von Salzburg. In der Österreicher war noch bei Mattersburg. Das verstehe ich nicht. Das verstehe ich echt nicht, Alter. Was? Ich verstehe das nicht mit den Taktiken. Ich habe Taktik. Da gibt man die falschen Taktiken oft. Nein. Nein. 5, 4, 3. Na, der Test ist schon für den Arsch. Der Test ist echt schon für den Arsch. Ich habe nicht die richtige Aufstellung. Ist mir schon ein paar Mal aufgefallen. Wenn ich eine bearbeitet habe, gespeichert habe, ergibt man nicht meine normale Aufstellung, wenn ich ausgeglichen spiele, sondern irgendwie eine andere. Entweder ganz defensiv, ganz offensiv oder so. Das verstehe ich nicht. Ich auch nicht. Boah! Da muss ich nochmal ins Menü alleine. Bitte? Kein Problem. Er trifft einfach nicht den Verteidiger. Kleiner, dann guten Schuss, bist du deppert. Hey, jetzt hat er noch eine Karte, die Wuchtel. Wir sind aber schon lange nach hinten, oder? Ja, hab ich mir auch gedacht. Bleiben wir heute da. Oh. Vor allem kommt er nicht raus. Das ist cool irgendwie. Ich spiele mich da ins Land. Oh! Ich muss was ausprobieren. Ja, noch nicht. Da kann man eigentlich nur abbrechen, das Spiel. Man kommt nicht mehr raus. Oh. Start nutzt nix. Es nutzt nix. Ne, ich glaube, da müssen wir kurz den Stream beenden und aussteigen aus FIFA. Kann man sogar Freistöße schießen? Echt? Natürlich, das jetzt gemacht.
Oh ja, geil, da kann man kann gabeln. Ja. Na gut. Ja, Leute, das war's. Mitten Stream 2.1. Wir sehen uns gleich wieder. Hoffe ich. Ich beende mal hier. Ciao. Ciao.